Hallo Leute, Kenny hier und wir sind wieder in den Lands of Groland, genau, und Cubert eben. Ich gehe mal gleich hier runter und hilf dem Typen, weil er wird es nicht alleine gegen zwei Bullen schaffen. Aber mit meiner Hilfe... Das wäre ja kein Problem, ha? Bedank dich ein wenig. So, wir wollten ja hier rein in die... Ach Gottchen. Junge, lass mich doch in die Burg hinein. Na, hat mich glaube ich geheilt, darum verliere ich so wenig. Ah, das ist praktisch. So praktisch ist es, wenn man einen Heiler dabei hat. Den hätte ich gerne immer dabei. Nicht wahr, Karl? So, jetzt holen wir uns den Ogre. Nicht Karl, nicht Karl! Oh Gott, Karl, du machst mich immer wieder wahnsinnig. Nein, Ogre. So, dann haben wir... Licht drehen wir auf. Hier links sieht es nicht so aus, wie wenn das wäre. Wir hüpfen gleich hier rein zu einem Magier. Gebt Frieden. Oh 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 oh. Na komm, na komm, na komm. Hui! So eine Menge an Gegnern ist immer wieder eine Herausforderung, aber warum sich keine Herausforderungen stellen? Weil es anstrengend ist. So, ich trinke mal wieder was. Oh ja, Eiswürfel kauen. Also, kauen, gut gesagt, zerbrechen. Na schauen, Zeitmessung läuft, oder? Ja, die läuft. Perfekt. Mikro steht auch. Ich sehe das sogar. Ja. Zum Glück seht ihr nicht meinen, naja, wie soll ich sagen, meinen gut aufgeräumten Tisch hier. Das seht ihr jetzt nicht. Das ist vom Vorteil. So, erkunden wir mal hier die neue Burg hier und defeat the ruler in Ikola Castle. Genau, wir sind jetzt im Ikola Castle. Könnte man auch noch erwähnen. Hallo, Jörgs. Na, no, nicht schon wieder ein Magier. Gleich zwei von eurer Sorte. Ich glaube, ich pack's nicht. Ihr habt Karl getötet. Ihr Schweine. Oh Gott, habe ich das geschafft? Nee, ich habe mich doch nicht festgehängt. Diese scheiß Magier, sie töten einfach Karl. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ah, da bist du ja wieder, Karl. So, wir essen aber mal kurz was. So, wir haben nur noch eine von diesen anderen Stückchen, von den Schwachen. Das ist praktisch. Dann sind wir die schon mal los. Und können das andere essen. So, das nächste Schwächere wäre hier, die Ginsengsuppen. Die bringen 399. Macht auf jeden Fall voll dann. Ja, sieht doch gut aus. Okay. Karl. Was du kannst, kann ich schon lange. Nee, nee, nee. Ein Ogre, der einen Trank trinkt, das passt nicht ins Konzept. Nee, 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 das lassen wir nicht so. Bisschen mehr Geld eben. Da ist, glaube ich, eine Suppe. Eine Suppe! Wir brauchen die Suppe! Suppe, Suppe, Suppe. Komm her, komm her, komm her. Wenn ich mal jetzt Cube World mit Gothic vergleiche, wie oft hätte ich hier schon gespeichert? Wie oft hätte ich hier schon geflucht, weil ich nicht gespeichert hätte? Tee. So, das sieht nach einem Schwertkämpfer aus, das sieht nach einem Magier da hinten aus. Wir haben die 1 und die 3er Fähigkeit frei. Och du meine Güte, ich hab den Sprung vergessen. Und von was habe ich vorher geredet? Wie oft hätte ich geflucht, wenn ich nicht gespeichert hätte?
Praktischerweise muss ich hier nicht speichern. Haha. So. Die Hartflower nehmen wir uns gleich noch mit. Also, Entschuldigung, die Eisflower nehmen wir uns mit. Komm, Karl, wir sind nicht zum Schwimmen hier. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Wir müssen die Weltherrschaft an uns haben. Also, Weltherrschaft war ja nicht die Rede. Ja. Ist das ein Magier da hinten? Nein, ist nicht. Ist ein Faustkämpfer. Du nervst. Töte nicht Johnson. Also, Karl. Gott, ich verrät mich jetzt schon. Ginsengsuppe. Die töten immer noch Karl. Karl, du musst stärker werden. Was für Level hast du? 15. Na gut, du bist 5 Level unter. Also 5 Level. 12 Level bist du unter mir. Naja. Ich und rechnen. Sollte eigentlich gut gehen. Also eine Ginseng Level 1 Suppe. Oh Gott, was tue ich denn mit der? Lücken füllen? Komm her. Oh, nicht mehr. Verdammt, das wird schwer. Nein, verdammt. Komm schon, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Ha, erledigt. Obwohl das die Sicht gerade ziemlich scheiße war. Ich muss noch etwas üben daran, dass ich auch während dem Kämpfen mit euch reden kann. Okay, hier haben wir ein paar Leute. Ich warte darauf, dass der Oger mir dann folgt. Also der wird mir nicht folgen. Dann werde ich mal kurz hier so mal. Perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Komm her, komm her, komm her. Hab ich dich. Nee, 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 nee. Du trinkst dir keinen Trank. Nein, 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 nein. Erledigt. So. Das nehmen wir auch noch alles mit. Perfekt. Und da haben wir einen Magier dabei. Mir egal, was du schießt. Der Magier ist weg. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Schokolade Cookie. Oh, langsam kriegen wir viele Sachen. Echt, ich muss eine Folge anfangen, hier Sachen einfach nur. Ach, was tue ich denn mit der? Also eine Folge nur schauen, was habe ich für ein Petfood, wo ist das Pet, holen wir uns sonst. Es wird wohl eine der Folgen werden. Hier, da habe ich auch noch 5 Stück, die sollte ich auch noch verbrauchen. So, gut, weiter. Ich habe nicht so viel Zeit. Andere würden sagen, so viel Zeit muss sein, aber nein, wir haben wir nicht. Mir egal, was du hier wieder blockst. Ah, da legt sich hin. Würde man, wie würde man in der Mundart sagen, da legt sie nieder. Das kennen jetzt ein paar von euch nicht. Tut mir leid. Oh Gott, boah! Wollte mich verarschen! Falsche Taste gedrückt! Nein! Ich hab dich dumm gestellt, ich hab dich dumm gestellt, ich hab dich dumm gestellt. Oh Gott, 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 diese Magier und diese Fernkämpfer. Jetzt habe ich euch, jetzt habe ich euch. So, wenn das nicht knapp war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und ich brauche etwas Gutes zu essen. Ah, was ist denn das Höchste? Hier. Puh. Ja. Sollte man ja auch nicht alleine durchmachen. Ja, okay, ich bin nicht ganz alleine. Ich habe meinen Karl hier als Unterstützung, aber trotzdem.
Man sollte es nicht ganz alleine machen. Ich bräuchte einen Wassermagier vielleicht dazu. Aber ich habe es schon mal probiert, eben online zu spielen. Mit einem Kollegen. Hat nicht wirklich funktioniert. Das müsste ich nochmal mit einer, weiß nicht, so Plattform probieren, die ein künstliches Netzwerk macht. Vielleicht geht es dann besser. Aber so direkt Online-Verbindung hat sofort bei mir den ganzen Computer zerstört. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt meinen Computer auch neu aufgesetzt. Vielleicht geht's jetzt. Ha! Und hat sie wieder niedergelegt. Sehr schön. Kato müsste es auch eigentlich bald Level Up sein. 2 haben wir, 3 haben wir. Gut, wir probieren's. Ach du meine Güte! Haut mich nicht um! Okay, ein Trank. Kommt her. Na, geht doch. Das sind wieder viele Einnahmen, was ich hier mache. Oh ja, viele Einnahmen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Geld machen soll, weil ich habe jetzt schon mittlerweile 133 Platinum Coins. Ja, sammelt man eben an. Ah, da ist der Boss. Und es sind Fallen daneben. So, speichern kann man ja nicht. Ich habe hier genug. Weiß ich nicht, ob das genug sind. Wir essen hier noch eine von diesen hier. Dann gehen wir auf die und machen noch kurz uns Life Potions. Ah, man kann Life Potions neben dem Essen machen. Eine neue Beschäftigung während des Essens. Life Potions machen. Dann füllen wir jetzt mal unser Lager auf. Weil ich weiß nicht, wie viel wir brauchen für den Boss. Es könnte sein, dass der echt stark wird. Es könnte sein, dass er einfach nur schwach ist. Man weiß es nicht. So, das Praktische ist, kann ich rüberschauen. Schauen eben genau in die Kamera und nebenbei eben auch auf dem Bildschirm eigentlich, was ich tue, weil ich hier die Aufnahme habe. Ja, praktisch. Aber da ist die Grafik besser. Tut mir leid. So, das lassen wir. Das müsste reichen. Wir nehmen die 4 hier. So. Wow. Scheiß Oger. Ich will was sehen. So, ich warte jetzt auf Karl, weil die Erfahrungspunkte von Oger könnte Karl gut brauchen. Kommst du, Karl? Perfekt. Und Karl ist auf Level 16. Das bringt sicher schon mal was. Kurz mal schnell auffüllen das Essen und dann hole ich mir den Boss. Schauen wir mal, wie viel Zeit ich noch habe. Perfekt. Um die 3 Minuten, 4 Minuten sowas. Das müsste für den Boss reichen. So, ich grüße dich. So. Ein Ork mit einer Zweihandachse, das ist sicherlich nicht so angenehm vom Schaden her, wenn der mich erwischt. Machen wir mal kurz hier einen Trank. Wow. Er hat Karl ausgenockt mit einem Schlag. Auch nicht schlecht. Ein Schlag noch von ihm und dann werde ich. Na komm. Woo!
Hui. Na komm. Komm, Karl. Gleich haben wir ihn. Perfekt, Quest completed! Hier sind die Silber, Iron Shield 56, Eisbürger 56. Die sehen auch gut aus und das war's auch schon wieder, was wir von ihm bekommen haben. Hier sammeln wir noch alles auf, was rumsteht. So, mehr steht hier noch nicht rum. Ah, da können wir gleich mal hier. Eisbürger 56, Eisbürger 36, nichts wirklich, was wir brauchen können. Aber den haben wir unten dazu. Wichtiger, wir haben hier noch nichts zum Lernen. Das können wir lernen. Und jetzt gehen wir mal runter. 26 machen 20. Sind nicht besser. Das Iron Shield wäre natürlich interessant. Wenn wir eine gute Einhandwaffe haben. Haben wir eine gute Einhandwaffe? Wir schauen mal kurz. Ne, brauchen wir nicht. Ne. Nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Mage 56, Used Iron. Nee, gefällt mir nicht. Das ist die. Die ist zwar nicht schlecht, die werden wir uns auch aufheben. Hier ganz unten hin. Tempo und Crit. Das nehmen wir mal auf jeden Fall. Auch wenn das andere blau ist, aber Levelunterschiede, wisst ihr, macht auch was her. Hier auch nicht. Ja, die Zeit ist vorbei. Ich weiß. Könnte ich schon fast erahnen. Aber wir müssen hier noch ein bisschen durchschauen und auf jeden Fall auch raus hier. Ja, perfekt. Na, das ist doch schön gegangen. Es hat zwar einen Tod gekostet und ziemlich viele Tränke, aber der Bosskampf war schön und war eigentlich nicht so schwer. Muss ich ehrlich sagen, nicht so schwer. Jetzt schauen wir mal noch kurz auf die andere Seite, weil da gab es noch, glaube ich, noch einen anderen Gang, den wir nicht genommen haben. Hier eine Wasserflasche, die können wir jetzt mitnehmen. Hier ist auch noch eine. Oder? Na, das war ja, da war nichts. So. Dann haben wir doch das hier schnell erledigt gehabt. Ja Leute, das war's für diese Folge von CubeWorld. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart wieder und ich wünsche, wir sehen uns beim nächsten Video, meine ich. Bis dahin, noch einen schönen Abend, Tag oder sonstiges. See ya! We'll be right back.